Ah, so. Jetzt erstmal hier schön ein Loch bohren. Handschuh an. Kann ich alles besser festhalten und los geht's. Handschuhe sind wunderbar, aber in der Werkstatt haben sie nichts verloren. Darüber wollen wir heute mal ein bisschen sprechen. Zuallererst mal, Handschuhe sind wirklich wunderbar. Und es gibt ganz, 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 ganz viele Einsatzbereiche, wo die super sind. Aber ich blende euch jetzt etwas ein. Schaut selbst. Mann, oh Mann, da ist einiges schief gegangen. Zwei Sachen, um genau zu sein. Wir starten aber zuallererst mal mit dem, was ich gerade schon gesagt habe. Handschuhe sind super, wenn wir schwere Sachen tragen müssen, wenn wir vielleicht draußen arbeiten und es mega kalt ist. Aber in der Werkstatt gibt es im Prinzip fast keine Anwendung, wo wir Handschuhe tragen. An der Drechselbank? Nein! An der Abrichte? Nein! An der Säge? Nein! Beim Tischtennis spielen? Das hat nichts mit der Werkstatt zu tun. Mano, beim Akkuschrauber? Nein, verdammte Scheiße, ich hab's doch jetzt oft genug gesagt. Gar nicht. Und zwar erkläre ich auch gleich, wann gar nicht. Zuallererst möchte ich euch zeigen, warum ihr selbst beim Akkuschrauben im Prinzip keine Handschuhe tragen solltet. Das zeige ich euch jetzt einmal, weil es das am einfachsten reproduzierbar und am wenigsten gefährliche Szenario ist. Denn, und das kann ich jetzt schon mal sagen, alle anderen Szenarien sind wirklich Worst Case, also etwas, was nie passieren darf. Was beim Schrauben passieren kann mit Handschuhen, zeige ich euch jetzt. Ich sag's einmal, macht's nicht nach. Danke! Um das Ganze sichtbarer zu machen, nehmen wir jetzt diesen pinken Handschuh. So, was ist passiert? Ah, ah, aua, aua. Ja, Scheiße ist passiert. Ich hänge komplett in der Schraube fest. Das ist Mist. Ich habe das jetzt natürlich so ein bisschen auch lustig dargestellt. Lustig ist das aber überhaupt nicht, denn im Normalfall passiert das ja nicht so wie hier, dass ich mir darüber klar bin, was gleich passiert, sondern ich bin vielleicht draußen und habe einen Schrauber in der Hand und jag in meinen Zaun eine Schraube nach der anderen. Auf einmal, what? Was ist mit meiner Fingerkuppe passiert? Oh, da fehlt ein Stück. Ja, genau, es geht nämlich rucki-zucki und genau das ist das Problem. Wenn wir Handschuhe an drehenden Maschinen, und genau das ist der springende Punkt, tragen, dann neigt jedes Werkzeug, jedes, leider wirklich jedes, selbst diese Aufnahme, im Zweifelsfall dazu, diesen Handschuh mitzunehmen. Wenn sich da ein Stück einklemmt, dann nimmt das Gerät, was sich dreht, den Handschuh mit. Und was ist in dem Handschuh? Die Hand. Und die wird im Zweifelsfall zerquetscht, abgerissen, abgeschnitten, was auch immer. Und das ist tatsächlich echt eine riesengroße Gefahr. Auch bei solchen guten Lederhandschuhen ist die Gefahr teilweise noch größer, weil die reißen ja noch langsamer. Das heißt, die Kraft, bis das einfach snap abgeht, ist sehr, sehr groß. Wir haben es gerade kurz einmal gezeigt. Das Problem ist, bei der Holzverarbeitung, so ziemlich alle Maschinen drehen sich. Schleifgeräte, Kappsägen, alles was sägt, Winkelschleifer, Bohrer, Drechselbank, Abrichte, Dickenhobel, egal was ihr euch vorstellt, Oberfräse, alles sind drehende Maschinen. Und an all diesen Maschinen dürfen wir niemals Handschuhe tragen. Never. Warum? Weil die Gefahr so exponentiell groß ist, dass, ohne dass wirklich ein schlimmer Fehler passiert, euch ein schlimmer Unfall passiert, weil einfach der Handschuh euch mit reinreißt. Jetzt sage ich es nochmal, weil das wichtig ist an diesem Punkt. Ich trage Ringe. Yes. Das ist im Prinzip ein ähnliches Problem wie bei Handschuhen. Und das habe ich schon oft gesagt. Macht das im Zweifelsfall nicht. Ihr müsst dafür selber gerade stehen. Der einzige Vorteil oder Nachteil, das sage ich jetzt einfach einmal, bei der Schraube haben wir gerade gesehen, das Problem fängt hier vorne an. Bei der vordersten Kuppe des Fingers ist das Problem schon da. Ein Ring sitzt normalerweise sehr viel weiter unten. Das heißt, wenn ich hier mit dem Problem starte, dann bin ich sowieso schon an der Hand. Das müsst ihr als Argument für euch nicht nehmen. Das ist auch kein Argument, was das rechtfertigt für die Menschheit. Das ist mein Grund für mich, warum ich es so mache und diese Gefahr in Kauf nehme. Wie gesagt, das ist deswegen nicht richtig, nur damit ihr es versteht. Richtig ist, im Zweifelsfall gar keinen Schmuck zu tragen. Aber wichtiger als kein Schmuck ist, kein Handschuh, meine Fresse. Weil das ist wirklich eine Riesengefahr.
Eine zweite Gefahr, ich glaube, das habt ihr jetzt verstanden, eine zweite Gefahr geht natürlich auch davon aus, was die Person da überhaupt gemacht hat. Da war nämlich nicht nur das Problem mit dem Handschuh, sondern auch mit dem Bohrer. Meine Güte, es hört nicht auf. Ungefähr so hat der Kollege im Video gebohrt. Schreibt doch gerne jetzt einmal, was ist daran grundlegend falsch? Ich sag's euch. Forstnerbohrer, so wie die meisten anderen Holzbohrer, haben eine solche Zentrierspitze. Die ist dafür da, dass sie sozusagen zuerst in das Material eintaucht und dann dafür sorgt, dass wir gleichmäßig auf beiden Seiten Material entfernen. Sie hilft dabei, das Material runterzudrücken. Wenn wir versuchen, mit einem Forstnerbohrer kein komplettes Loch, sondern ein halbes Loch zu bohren ohne die Zentrierspitze, dann nimmt die Kraft des Bohrers das Stück Holz einfach mit und fängt es an zu drehen. Einfach weil das ähnlich wie beim Fräsen sozusagen ein Problem ist. Die Kraft dreht das Ganze weg, weil wir nicht auf beiden Seiten gleichzeitig bohren. Nicht so, sondern so. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, wenn ihr ein Loch am Rand eines Stückes bohren wollt, dann müsst ihr einen einfachen Trick anwenden, den zeige ich euch jetzt nochmal. Aber wichtig ist, wenn ihr das normal macht, dann muss diese Spitze immer im Holz sein. Den Trick zeige ich euch jetzt trotzdem. Möchte ich jetzt ganz sicher in dieses Stück einen Halbkreis bohren, dann gibt es einen ganz einfachen Trick. Ich nehme ein zweites Brett, packe das genau daneben, zwinge die zusammen, sorge dafür, dass wir immer beim Bohren alle Teile fest fixiert sind. Und bohre dann einfach mit dem Bohrer mittig hier zwischen. Wenn die beiden Teile zusammengespannt sind, kann der Bohrer das Ganze nicht auseinanderdrücken. Die Zentrierspitze hilft trotzdem dabei, dem Bohrer eine gerade Führung zu geben. Er kann also nicht einfach wegwandern oder alles wegreißen, sondern er hat eine gute Führung und kann ganz präzise das Loch bohren. Wie das aussieht, gucken wir uns noch mal eben an. Wir sehen, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, was man macht, dann gibt es immer für alles eine sichere Lösung. Und das ist genau das, warum ich dieses Format unglaublich liebe. Jonas reagiert. Das klingt ja so, als würde es nur um mich gehen. Es geht ja überhaupt nicht um mich. Sondern es geht dabei darum, dass ich euch an Beispielen anderer ganz einfach zeigen möchte, worauf man achten kann und vor allen Dingen auch, wie man es besser machen kann. Nicht besser, weil ich sage, ha, guckt euch, guck den Idioten da an, voll in der Hand gebohrt, was für ein Spacko. Sondern, weil ich möchte, dass euch das nicht passiert. Ich finde es ganz schlimm, dass diesen Menschen, dass diesen Menschen passiert ist. Aber viel wichtiger ist, dass ich möchte, dass einer ganz großen Menge an Menschen genau diese Fehler eben nicht passieren. Also, Handschuhe, ich sagte es schon mal, sind super toll. Aber tragt sie im besten Fall bei den Anwendungen, wo sie Sinn machen. Eine Sache nochmal. Wenn sich etwas dreht, dann ziehst du den Handschuh einfach aus. Pech. Dann wird die Hand halt dreckig. Ist nicht so schlimm. Und ein Forstnerbohrer oder auch ein Holzbohrer sollte mit seiner Zentrierspitze immer im Holz sein. Und das könnt ihr mit so einem einfachen Trick, wie dass man zwei Bretter zusammenzwingt, ganz einfach hinbekommen. Also, ich hoffe, ihr habt was draus gelernt. Schreibt doch mal unten einen Kommentar, ob ihr was draus gelernt habt und ob das Sinn macht, ein solches Format zu machen. Oder ob ihr sagt, ha, Sicherheit. Cool dafür. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Also lasst doch gerne mal ein Abo da und bis zum nächsten Mal.